Herr Strache, es gibt derzeit eine große Diskussion rund um den Islam in Österreich. Sie waren jetzt auch schon im Vollchat und haben dazu Fragen beantwortet. Auch unter anderem zu dieser Demonstration in Wien, Brigittenau. Warum waren Sie dort vor Ort? Also zum einen müssen wir festhalten, dass wir seit einigen Jahrzehnten eine völlig verfehlte Zuwanderungspolitik haben und davor auch immer gewarnt haben, nämlich vor diesen Fehlentwicklungen. Es haben sich Parallelgesellschaften gebildet und wir haben ein Problem von Zuwanderern, die von außerhalb Europas nach Europa, sprich nach Österreich gekommen sind, nicht bereit sind, sich zu integrieren oder anzupassen und ihre Kultur als Parallelgesellschaft bei uns aufbauen. Und genau dort ergeben sich große Probleme und da bin ich auf der Seite natürlich der Österreicher, die diese Probleme tagtäglich wahrnehmen müssen. Und da habe ich gemeinsam auch mit Österreichern in der Brigittenau demonstriert gegen den Ausbau eines türkischen politischen Vereinszentrums, eines türkischen Vereins, der sein Vereinszentrum ausbauen will für 1500 bis 2000 Besucher, mitten im Wohngebiet in einem Ballungszentrum, wo wir heute schon massive Probleme erleben müssen und die Bürger schon mit der jetzigen Ausrichtung einfach solche Probleme haben, dass sie sagen, also das verträgt keine weitere Ausweitung. Was sagen Sie denn zu den Aussagen von Alfred Gusenbauer, dass er für den Bau von neuen Moscheen ist, wenn damit Hinterhofgebetsstuben verhindert werden können? Also zum einen muss man sagen, dass jede Religionsgemeinschaft selbstverständlich ein Recht darauf hat, Gebetshäuser zu errichten im Sinne der Gesetze. Minarette gehören auf alle Fälle nicht in unser Landschaftsbild. Und das ist ein ganz ein entscheidender Punkt. Wir haben einen Unterschied zwischen christlichen Kirchen und jüdischen Synagogen. Das ist nämlich, diese beiden Bereiche stellen Sakralbauten dar. Spirituelle Sakralbauten, das ist bei Moscheen nicht gegeben und das sagen ja auch selbst Moslems. Moslems sagen, dass eine Moschee nichts mit einem Sakralbau zu tun hat, nichts mit einem spirituellen Bau zu tun hat, sondern eine Moschee eben auch vor allen Dingen ein politisch-kulturelles Zentrum darstellt, anders als bei Kirchen und Synagogen. Und das Minarett stellt nichts anderes dar als ein Siegessymbol über das Christentum, über eine andere Gesellschaft. Und das hat bei uns in unserem Landschaftsbild nichts verloren. Man muss auch festhalten, es gibt kein islamisches Land auf der Welt, das demokratisch wäre. Das gibt es bis heute leider Gottes nicht. Es gibt leider Gottes auch in vielen islamischen Ländern Kirchenbauverbote, wo man mit einer völligen Intoleranz gegenüber anderen Religionen leider Gottes auch auftritt und Kirchenbauverbote ausspricht. Und deshalb sage ich auch, bei uns dürfen wir keine falsch verstandene Toleranz leben, wenn andere glauben, uns gegenüber intolerant sein zu können. Da darf es keine Einbahntoleranzstraße geben, sondern Toleranz muss immer in beide Richtungen auch laufen und in beide Richtungen gelebt werden. Und momentan leben wir zurzeit teilweise eine falsch verstandene Toleranz, wo wir alles zulassen und teilweise auch Menschen fördern in unserem Staat, die in Wirklichkeit unseren Staat, unsere westlich-freiheitlich-demokratische Gesellschaft bekämpfen, die Scharia am liebsten einführen wollen, dem Dschihad das Wort reden und auch predigen, Zwangsehen leider Gottes auch bei uns möglich sind, bis hin zu Zwangsbeschneidungen, Unterdrückung der Frau stattfindet, Kopftuchzwang stattfindet, also Entwicklungen, die nichts in einem christlich-europäischen Abendland verloren haben. Und da müssen wir jetzt endgültig auch die Zivilcourage aufbringen, zu sagen, das geht bei uns nicht an. Und wer sich da nicht verändern will, der hat auf Dauer nichts auch bei uns verloren.